So, liebe Leute, Rennen Nummer 3 steht heute an. Wir sind in Kanada. Ihr wundert euch, hey, Kanada, Rennen Nummer 3, was? Nein, liegt einfach daran, dass ich einen kurzen Rennkalender fahre. Ihr seht ja 3 von 10 Rennen. Auf bezüglich des neuen Spiels, was ja gut 2 Monaten Pi mal Daumen kommen wird. Und dann, dass ihr auch schon Bescheid wisst, am Sonntag wird es für mich keinen Stream geben. Private Gründe, meine Freundin hat Geburtstag am Sonntag, deswegen werde ich definitiv Sonntag nicht fahren, sondern mich da mal lieber darum kümmern. So, gut, gehen wir mal rein in die Runde. Nach dem Sieg in Bahrain wollen wir natürlich in Kanada den nächsten Sieg nachlegen. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, pop, sind wir mal rübergesprungen. Und jetzt gehen wir mal in die... Wir haben keine Kalenderaktivitäten, ne? Das ist halt gar nicht. Ja, Red Bull, Ferrari, Racing Point, die legen ein bisschen nach. So, da können wir mal kurz in den FFE-Baum gehen. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Gut, du willst unbedingt was entwickeln, dann entwickeln wir. Gehen wir mal rein, rüber ins 11. Juni geht der nächste große Preis weiter. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Genau so ist es. Und da gehen wir rein jetzt einfach hin. Ich denke mal, Rivale wird wahrscheinlich Max Verstappen sein. Das wird so, ist so das Realistische, was ich mir denke. Ja? So. Also wie gesagt, wir sind in Kanada. Sirki Villeneuve. Und da versuchen wir mal heute was zu reißen. Und wie gesagt, der Sonntag kein Stream stattfindet, wird wahrscheinlich Assassin's Creed kommen wieder. Aber müssen wir mal gucken, weil ich die Zeit habe zum Aufnehmen. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns ein bisschen um die Formel 1 mal wieder. Es ist ja wieder Wochenende. Oh, Qualifying im Regen. Training 2 im Regen, aber Rennen trocken. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Gut. Wettervorhersage brauche ich gar nicht reingucken. Weiß ich Bescheid. Das ist immer so eines der ersten Dinge. Das ist immer so eines der ersten Dinge, was ich definitiv mache, bevor ich dann überhaupt in ein Rennwochenende gehe. Gut, gehen wir mal rein. Auf jeden Fall rüber ins erste freie Training. So, okay, meine Lieben, jetzt geht's weiter. Wir sind wieder an der Strecke. Logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Ja, wir fahren natürlich erstmal Medium raus, damit wir ein bisschen ein Gefühl für die Strecke bekommen. Ich mag diese Strecke sehr und ja, hoffen wir mal, dass wir hier einen Sieg rausholen. Ja, das ist gut, dass der Sonntag gleich, dass der Sonntag trocken ist, dann gibt's los. Ja, gehen wir mal rauf die Strecke. Los geht's. So, rennt jetzt gleich los. Erste Rennen in Kanada, wo wir auch hier am Sonntag zu Gast waren, mit dem dann am Ende nur 15. Platz, obwohl wir große Chance war, nur ordentlich ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Ja. Nächste Woche wäre Vietnam. Ich bin nie da und danach müssen wir mal gucken, wie es aussieht. So, mal ein bisschen runternehmen. Müssen wir gerade ein bisschen das Auto checken. Es fühlt sich schon deutlich angenehmer an als in
als das Auto in Bahrain. Wie gesagt, hier war der Unfall damals, da so. Ja, gucken wir mal. Geh mal rein. Beziehungsweise. Machen wir. Dieses Wochenende. Ich hoffe, dass wir dieses Wochenende gewinnen. Das Auto sollte die Leistung haben. Aber dazu geht es auch darum, den Sprung nach vorne zu machen. So, die Zeit läuft, die erste. Jetzt ein bisschen aufpassen, es geht jetzt viele über die Track Limits. Ich habe das nicht umgestellt, ich behalte die strengen Track Limits. Aufpassen, nicht zu sehr an die Wand räubern. Das kann nämlich auch mal anders ausgehen. Wie wir in Bahrain zu spüren bekommen haben. Zweite Sektor natürlich violett, klar. Haarnadel anbremsen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, Zeit ungültig, damit sind wir erstmal raus aus dem. Sag auf die Zeit, könnt ihr jetzt gerade klicken. Die wird nicht zählen. Probieren wir es halt nochmal. Ja, im nächsten Abschnitt wird es ja regnen. Im zweiten und im Qualifying am Samstag auch. Ja, vor allen Dingen ungültig an der Stelle, wo es eigentlich nicht normalerweise üblich ist, da raus, weit rauszukommen. Das ist jetzt einfach passiert. There's three laps of fuel remaining. Hier das Auto so weg zu, also das Auto so weit gehen, die Strecke zu setzen. So, neue Bestzeit, erstmal erste Wegzeit, Mark nutzen. Danke, die Zeit jetzt hoch, weil wir eben das Gasproblem weggenommen haben. Aber die Zeit ist von Mark nutzen nicht zu packen. Grosjean, der Nächste, der jetzt raushüpfen wird. Im Haas, bitte mir nicht im Weg stehen. Vielen Dank, mein Freund. Haas in Kanada, ja, das weiß ich noch. Der gute Metzel, der mir da auf meiner Quali-Runde... Der mir da auf meiner Quali-Runde im Weg stand. In der Haarnadel, aber... Ja, ist geklärt. Ist ein Missverständnis gewesen. Er hat nicht in den Rückspiegel geguckt, damit war das Thema gegessen. Das Rennen war ja eigentlich in Ordnung, aber es funktionierte halt überhaupt nicht. Dann halt die Zwischenfälle im Rennen, das ist halt das Problem. Reicht nicht ganz. Also, mein Sektor 3 war violett jetzt gerade. So, jetzt muss ich aufpassen, weil dahinter kommt jetzt nämlich der Haas, der Grosjean, den wir eben schon überholt haben. Ich lasse den mal kurz ziehen eben. Damit er eine schnelle Runde fahren kann. Und wir nehmen mich ohne den Weg stehen, weil ich jetzt nach der Runde in die abbrechen werde, in die Box gehen werde.
Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, ab in die Box mit dem Auto. So, dann gehen wir nochmal auf die Strecke zurück mit den Medium, weil wir im zweiten Freitraining fahren wir ja Fullwet oder wahrscheinlich Fullwet oder Interview auch immer. Ja, momentan sind wir gut dabei. Ein, zwei Versuche will ich noch mal setzen mit den neuen Reifen, damit wir vielleicht noch mal nachsetzen können. Wie gesagt, ich mag die Strecke ja. Sie ist wirklich eine meiner Lieblingsstrecken und ich hätte sie so gerne erfolgreicher beendet am Sonntag. Deswegen ärgert es mich gerade, dass es nur der 15. Platz am Ende ist. Mal wieder nur ein blöder Unfall zu Beginn eines einer Rennsaison. Letztes Jahr in Australien genau der gleiche Mist in Grün. Und diesmal war es anders. Ärgere mich gerade so ein bisschen. Ja, wäre ein guter Saison aus. Mit Platz 11 wäre ich super zufrieden gewesen. Mit den Zeitstrafen wäre es super geworden. Aber gut, ist halt einfach nichts passiert. Zwei WM-Punkte, weil ich habe keine Strafe bekommen. Das ist der Vorteil. Gibt es immerhin dafür, aber naja. So, gehen wir rein. Auf die Strecke. Letzten ein, zwei Ründchen vielleicht nochmal fahren. Hinter uns ist mein Ferrari, das ist überraschend. Das ist Vettel und Leclerc, die vor uns liegen. Ah, noch ein bisschen Vorsprung mit und die nächste Runde. So, nehmen wir, versuchen wir den Windschatten von dem George Russell jetzt ein bisschen mitzunehmen. Oh, oh, genau, ich habe Treffer genau auf der an der Ecke. Ne, tun wir nicht. Der geht nämlich in die Box vorher. Es wird dann nochmal eine neue Bestzeit werden. 1:11. 3:09:04. Auf Medium. Ja, so bin ich gut durchgekommen durch die erste Kurve. There's four laps of fuel remaining. Jetzt wird der letzte Versuch auf. Dann haben wir mal Feierabend für heute. Zumindest für das erste freie Training, liebe Leute. Vor uns die Ferrari, ja, da wird nichts anbrennen, der wird, ich glaube, wenn wir keine EFs mehr hatten, wird die Zeit ja brechen. Okay, dann breche ich mal jetzt schon ab. Was bringt jetzt irgendwie, sich da durchzumogeln? Ah,
Aber ich denke mal, dass wir mit da mit Favorit werden für das Rennen. Jetzt so Ocon knackt sich erstmal die beiden Ferrari. Beziehungsweise Räikkönen, der sich auch noch ganz klammheimlich dazwischen geschoben hat, sehe ich oben gerade. Also, ein Mercedes vor einem Renault, dann Ferrari, Alfa und Ferrari, die ersten Fünfe. Noch kein Max, aber naja. We've had to spend time repairing the damage to the car. So. Dann probieren wir mal ein bisschen auswechseln. Wir können ja ein bisschen mal durchwechseln mit dem neuen Motor. Wir werden der hat auch schon ein paar Prozent. 47, kriegen wir es hin. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. 100%, okay, der hat ja. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Das Getriebe brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst drüber nachdenken. Ja, nee, alles gut. Das heißt, wir werden nochmal nur ein neues Trainingsgetriebe einbauen. Das heißt, das Hauptgetriebe lassen wir mal sein. Und dann fahren wir Feierabend für heute. Also der Abstand ist ziemlich gewaltig, muss man sagen. Ich denke, dass das unser Wochenende sein könnte, dass das Auto funktioniert, dass wir wieder dabei sind vorne mit da. Aber wie gesagt, mal gucken, wie das Rennen am Ende läuft. Es kann auch wieder ein bisschen anders laufen fürs Team. Aber ich will immer einen zweiten Saisonsieg. Ich will diesen WM-Titel haben. Ich weiß, dass die Zeit unten rechts jetzt gerade uninteressant ist, weil wir einfach mal kurz den kompletten Schwung tauschen. Eine Sekunde am Ende von Lewis Hamilton. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Hamilton und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau, so ist es. Und dann gehen wir weiter. Denken Sie darüber? So. Gibt es zurzeit eine Rivalität zwischen Ihnen und einem anderen Fahrer? Jo, Max. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Machen wir es so. Ganz einfach. Ich will den Titel. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? So, machen wir das so. Ja, ich bin ein bisschen rangekommen. Es kann sein, dass der Wagen ein bisschen gerutscht ist. Aber es ist, eigentlich ist es nicht tragisch bisher. Gut, dann haben wir Training Nummer 2 jetzt noch im Hause. Wir sehen uns... Nein, wir sehen uns nicht in der nächsten Folge wieder. Natürlich nicht. Wir sehen uns gleich wieder sofort. Ich werde hier einmal kurz gleich einen kleinen Cut einsetzen. Und ihr werdet wahrscheinlich davon nichts merken. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das heißt... Ne? Einmal kurz abwarten. Und... Wenn er jetzt hier fertig ist mit dem Laden, dann mache ich hier wie gesagt den kleinen Cut rein und muss mal ganz kurz noch schnell wohin, was nachgucken und bin dann sofort wieder da und wir sehen uns dann gleich wieder mit dem zweiten freien Training hier aus Kanada. So, da ist der kleine Cut und wir sehen uns jetzt wieder im zweiten freien Training im Regen. Das wird dann wieder herrlich nass, mein Gott. So, auf geht's. Nee, ich hasse Regen. Aber er sagt trotzdem trocken, Reifen, okay. Oder kriegen wir sie gerade noch so oft? Oder geht's gerade so noch auf den auf Soft? Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und können mit den Soft-Reifen was reißen. Hm.
leichter Regen ist es da, aber wie gesagt, das könnte reichen. Deswegen jetzt auch schon das sofortige rausfahren, bloß auf die Strecke irgendwie zu kommen. Ja, es ist ein sehr leichtes Rutschen dabei. Also wir haben unseren Rivalen ausgewählt. Der heißt jetzt Max Verstappen, weil ich denke, Albon wird nicht an uns rankommen können. Der wird mal ein gutes Rennwochenende haben, vielleicht mal die Chance haben, uns zu schlagen. Aber ja, heute ein Sieg im dritten Rennen, das wäre super. Also nicht heute, sondern am Sonntag natürlich. Und dann könnten wir zumindest mal ein bisschen wegkommen von Lewis Hamilton, der über eine Sekunde hinter uns ist im ersten freien Training. Und ja, gucken, wie gesagt, was möglich ist am Ende, was das Rennen sagt. So, gehen wir mal rauf auf die... Das fette Gemisch und auf dem Überholen, also er ist volle Power, dass wir das Auto ein bisschen das bringen, dass wir ein bisschen jagen können. Ja, wieder ein leichter Quersteher. Reicht das? Um eine gute Zeit zu sitzen. Ich glaube, für den Besser wird es eh nicht reichen. Da müssen wir ein bisschen zu vorsichtig fahren. Erster Sektor, klar, violett. Das ist aber kein Kutsche, wenn kein anderes Auto auf der Strecke ist. Ich würde auch fast wetten drauf, dass kein anderes Auto auf der Strecke ist. Dass die ein paar Autos heute gar nicht fahren werden. Aber dann müssen wir mal gucken. Jetzt halt Sektor 2. Ein bisschen vorsichtiger fahren, nicht am besten so, wenn die Köpfe rollen, weil wie gesagt, wir haben auf Kurve schon eine Strenge gestellt und definitiv. So, besser haben wir jetzt erstmal in 20.5, das ist natürlich super, nicht so gut. Aber wie gesagt, das Auto ist auch arg rutschig, muss ein bisschen aufpassen. Also die Strecke, nicht das Auto, sondern die Strecke ist rutschig. Das Auto fühlt sich super an, da ist alles super, aber besser als bei Rhein zumindest. Und es ist arg unruhig, ich noch fast das Setup auch wunderbar. Ja, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist wirklich, sind wirklich die Streckenverhältnisse. There's three laps of fuel remaining. So, nehmen wir mal mit den Vorsprung und Bestzeit Sektor 2. Jetzt bin ich, bremse ich ein bisschen vorne an. Ein bisschen weit besser an als in der im letzten Versuch. Im Glück, das ist 20.3. It looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. Ja. Wir sind nochmal mitgenommen. Also soll wohl trocken jetzt langsam wieder werden. Man merkt es auch so ein bisschen an der Zeit, dass es jetzt ein bisschen was besser ist. Deswegen werden wir auch nachher nochmal nachsetzen müssen. Ich nehme mal ein bisschen. Ich fahre jetzt wieder in die Box. Die Runde ist sehr ungültig, sehr unwichtig.
weil ich hier auch abbrechen werde. Ist alle klar, sonst sind 7. Ja, doch, die Zeiten werden jetzt besser. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, ne? Da kommst du ein bisschen zu sehr raus, ein bisschen an die Wand. Fahrer vor mir. McLaren ahead, their best lap time is a 1 minute 19.7. Etwas über eine halbe Sekunde. Schau mal, die Strecke ist schon wieder so dramatisch schneller. So. Wir werden natürlich jetzt die Zeit ein bisschen beschleunigen. Ja, da war ein bisschen. Guck mal, was die Zeiten so sagen. Ja, Sarah, das wird jetzt wieder halbwegs gute und schnelle Zeiten. Weil dann gehe ich jetzt nochmal raus und setze nochmal Zeit. Ich will nämlich dieses. Ich will ein perfektes Rennwochenende haben. Das haben wir bei Rhein nicht ganz geschafft. Da fehlt uns am Ende tatsächlich noch die schnelle Runde und das Qualifying, die Qualifying Pole. Da waren sie nur Platz 3. Gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich unser dritten Qualifying hier unserer Pole holen. Also 12. sind momentan nur. Das ist natürlich nicht gut, aber wie gesagt, machbar. Schauen wir mal auf. Den 9. Zopfstreifen auf der trockenen Strecke, die normale Runde zu setzen. So, bin ich von dem Ferrari mal rausgekommen. Das war gar nicht mal so unwichtig. Ach, leck mich doch einmal, sack. Immer wieder rausgekommen. Ein bisschen zu weit raus. Ich habe immer mal ein bisschen die wegen der Wand. Immer so leichter Anecken, leichtes Anecken an der Wand. Der Ferrari, der macht jetzt ein bisschen Druck. Das ist, dürfte sowas von der Standnummer vom Helm her, das ist sowas der Vettel sein. Den lasse ich jetzt auch mal ziehen in. Denn eigentlich war ich froh, dass ich ihn davor hatte. Momentan nur Dritter, wir sind 15 da jetzt, ja. Ernsthaft, der macht jetzt wieder Platz. Ach, okay, warum das? Wofür lasse ich dich denn vorbei, wenn du Druck machst? Ja, geht wahrscheinlich jetzt in die Box und braucht uns zu behindern. Nee, geht nicht in die Box. Ja, versuchen natürlich noch ein bisschen noch einen Sprung nach vorne zu machen. Nur Platz 15 ist natürlich eine Enttäuschung. Ich will ein perfektes Rennwochenende fahren und dadurch brauchen wir diesen ersten Platz hier im zweiten freien Training. We're thinking it might be a good idea to run fuel mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Der Motor ist aber gewechselt. Neuer Nagel, neuer Motor drin. So, Carlos Sainz 1:12.2, da war das Norris. Aber da werden wir noch mal nachlegen. Da werden wir 12:0, vielleicht ein bisschen Glück dabei werden. Also es wird knapp, aber wir werden es schaffen. Na, da wird sogar noch niedriger. 1:10.8. Bestzeitsektor. Bitte, also nicht im Bestzeit überhaupt. So, dann gehen wir zurück in die Garage und stellen das Auto ab und sind durch für heute.
Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Sainz und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Also meiner Meinung nach, eine der größten Überraschungen da vorne mit dabei ist der Latifi auf 13. Das ist, Williams ist das gar nicht mal so schlecht. Wir sind Erster vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Also, momentan haben wir alles im Griff. Norris ist auch nur auf 12, aber Medium, auf Medium gefahren, ne? Nur ist er nebenbei. So, weiter geht's jetzt mit dem nächsten. Mit der nächsten Trainingseinheiten. So, gut, gehen wir rein in den dritten, letzten Abschnitt hier am heutigen Freitag. War raus. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, Auto geht raus. So. Da wollen wir mal. Dann wollen wir mal heute. Da ich heute wieder alles in einem Mund aufnehme, brauche ich jetzt immer nicht diesen Spaß mit dem Fotomodus zu machen, den ich in Bahrain ja gemacht habe mit den Spitty Thumbnail. Hier kann ich das auch ohne Probleme durchziehen und kann das dann aus dem Rennen rausmachen. So, da gehen wir mal rein an die Hot Lap. Weil wir ja noch eine neue Bestzeit setzen wollen. Also dreimal auf Soft scheinbar. Der Medium, ja, die sind eigentlich ganz gut. Da haben sie ausprobiert und mussten ja dann nochmal nachlegen. Wir haben sie ja am ersten freien Training gefahren. Also ist ja nicht so, dass wir kann nicht alle Mischungen fahren. Weil es bleibt eh nur Soft und Medium übrig und das ist klar. Morgen müssen wir mal gucken. Eventuell kann ich ja am Rennen am Sonntag dann aufs Medium starten. Das ist der Vorteil, wenn es regnet im Qualifying, das ist ja freie Reifenwahl. Und ist vielleicht sogar ein Vorteil sicher. Aber jetzt erstmal hier das dritte freie Training nach Hause holen, ne? Los, aufpassen, nicht irgendwie unnötig an die Wand kommen. Und dann ist es auf Soft eine 1, 10, 9. Wobei die rund. Ja, gefühlt war die schon mal schneller als diese hier. Nochmal eine neue Bestzeit. Thank you.
dreieinhalb Zehntel mit. Zumindest in die Richtung. Und dann haben wir sie verloren, weil wir da schräg durch die Haarnadeln durch sind. Da vorne ist ein Auto schon auf der Strecke. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mitgenommen, also es war so knapp, aber es reicht. 10,5, ja, das versuchen wir nochmal zu drücken. Mal gerade komplett raus. Ich fahre halt zwei Runden noch mit denen nochmal, ohne auf die Zeit wirklich zu achten, sondern nur normal irgendwie durchzukommen. Wir haben noch gute 5 Minütchen, also bis 20 fahre ich ja mal. Deswegen liebe ich diese Strecke, weil er einfach so einen Bock macht, diese Highspeed-Strecke nicht. Ja, ich denke, es macht am meisten Sinn am Montag, am Montag natürlich nicht, am Sonntag. Am Sonntag natürlich mit Medium, wenn wir starten, ja, es wird funktionieren. Und dann werden wir das Rennen hoffentlich am Ende mit Softreifen dann beenden, um nochmal auf eine Bestzeit zu gehen, und das ist halt der Vorteil. Weil ich will dieses perfekte Rennwochenende haben, und wenn wir morgen die Pole holen sollten, denke ich, mit dem Medium ist das vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Und dann versuchen wir das Ding am Sonntag zu rocken. Und es den zweiten Saisonsieg zu holen. Ja, diesmal fühlt sich das Auto auch nicht so katastrophal an wie in Bahrain. Weil es einfach diesmal ein bisschen ruhiger liegt, ein bisschen besser liegt. Come in this lap, please. Box this lap. Ich fahre bewusst ein bisschen ruhiger, ein bisschen lang, ein bisschen mehr. Fahrer hinter mir. There's static over the radio. Say again. Fahrer hinter mir. Signs is behind you. Their best lap time is a 1:12.4. 2 Sekunden. Und ich habe übrigens nichts mit der KI umgestellt. Ich fahre immer noch KI 85. Vielleicht sollte ich auf 90 mal hochgehen, aber das kann auch nur hier auf dieser Strecke ein Strohfeuer sein. Ich mag sie, wie gesagt. Wir fahren jetzt in Monaco, kein Barcode, gar nichts. Okay, we don't think we're far away from some rain. I'll keep you updated as the conditions change. Also er sagt gerade, es könnte sein, dass es jetzt heute noch regnet, aber das wird sehr uninteressant. Oh, schon auf hart. Ja, ich frage, also klar verstehe ich, dass die Leute mal aussetzen wollen oder so, dafür sind die Trainings da. Aber wenn ich weiß, dass ich auf jeden Fall keine harten Reifen nehme im Rennen, warum fahre ich sie dann? Aber vielleicht fährt der auch hart. Kann auch sein, dass er hart startet und dann auch genau diese Idee macht, wie ich habe. Guck mal, dann würde gerade die Mediums halten. Ja, 30%, wir haben jetzt Runde 6 gleich. Ich glaube, wir haben 18 Runden dann am Rennsonntag. Oder 20, wie auch immer. So, komm, wir machen mal zurück in die Garage. Dann sind wir nämlich durch mit dem freien Training, liebe Leute. So.
So, dann sind wir durch. Carlos Sainz und dann auf 3 Antonio Giovinazzi. Also das muss man auch immer sich gerade ein bisschen... Ein Alpha, die sind echt stark dieses Wochenende. Kein Hamilton, kein Vettel. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Richards, Sainz und Antonio Giovinazzi. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Also gut, okay. Man muss es auch mal anders sehen gerade. Giovinazzi ist Top-Ergebnis für Alpha. Definitiv Platz 3. Aber... Kiano auf Medium, Ocon ist toll, Inters, seht ihr gerade, Magnussen, Inters, der die wahrscheinlich hätten packen können und alles andere, Hamilton, Verstappen, Albon, das sind alles Top-Fahrer, die wahrscheinlich locker von dem Alpha gestanden hätte, nicht mit alle auf Inters nur und dementsprechend kommen diese Zeiten auch zustande. Deswegen sind wir ziemlich ungefährdet vorne auf Platz 1 mit fast 2 Sekunden Vorsprung auf den McLaren. Ich denke mal, wenn man so die Trainingseindrücke nimmt, sind wir, glaube ich, mit einer der größeren Favoriten, die größten Favoriten auf den Rennsieg an diesem Wochenende. Aber dazu muss es auch erstmal passen und alles drum und dran. Wie oft war das Training super gut und dann hat es im Qualifying einfach nicht gepasst. So. Gehen wir mal durch. Also dreimal Platz 1, wie gesagt, in den freien Training. Jetzt sind wir gleich im Qualifying. Das regnet. Es wird regnen. Vielleicht haben wir Glück wie im Training, dass wir dann auf trocken da noch irgendwie fahren können. Aber sollte das nicht der Fall sein und wir starten, werden uns auf Inters qualifizieren, je nachdem wo das ist. Werden wir auf Medium starten und dann vorne auf die und dann am Ende auf Soft gehen, um einen kleinen Vorteil zu haben. Ich denke, es ist machbar. Können wir hier unsere erste Pole der Saison holen oder wird es dann wieder nur Platz 3 werden? Das sehen wir uns in der nächsten Folge an und da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Es wird sicherlich spannend. Bis dahin und tschüss.